Herzlich willkommen zum Dicksaal. Schön, dass so viele noch gekommen sind, obwohl wir nicht über Nachspielzeit, sondern über digitale Zeit reden. Wer den Veranstaltungstext gelesen hat oder wer den wunderbaren Artikel von Christian gelesen hat, kennt die Verbindung unseres Themas zu diesem Buch, Momo. Das Buch kennen wahrscheinlich alle, die Story auch. Die grauen Herren kommen in eine Stadt und erzählen den Leuten da, dass sie super viel Zeit sparen könnten. Das machen natürlich auch alle, allerdings behalten die grauen Herren diese Zeit für sich und die Leute haben tatsächlich immer weniger Zeit übrig statt immer mehr, obwohl sie so viel sparen und allen ist dabei aber todlangweilig. Die Verbindung zu unserem Thema ist die, dass wir das Gefühl haben, dass unsere ganzen kleinen digitalen Helfer das Gleiche machen. Das Forschungsprojekt, in dem ich arbeiten darf, hier im HIC zum Beispiel, untersucht Slack und andere Kommunikationsplattformen, die eigentlich auch mal eingeführt wurden, um Zeit zu sparen, aber de facto dafür sorgen, dass wir immer mehr Zeit irgendwie mit der Arbeit verbringen, selbst wenn wir eigentlich Feierabend haben. Das Interessanteste an Momo ist eigentlich, dass das 1973 geschrieben wurde, also als gerade mal irgendwie die ersten Computer in den ersten Büros standen, lange bevor diese ganzen digitalen Gadgets, über die wir hier sprechen, erfunden worden waren. Und vielleicht ist das auch schon der erste interessante Punkt, dass wir schon immer Technologie erfunden haben, die uns irgendwie produktiver macht, aber anstatt die Zeit irgendwie zu nutzen, um mehr Freizeit zu haben, nutzen wir sie, um mehr Konsum damit zu finanzieren, dass wir produktiver sind. Darüber werden wir sicher heute Abend viel sprechen können. Ich dachte, ich lese tatsächlich eine kleine Stelle aus Momo vor, nämlich das Ende. Momo kommt zu Meister Hora, ein sehr weiser Mensch, der die Zeit verwaltet, und der erklärt Momo am Ende, wie den grauen Herren beizukommen sei. Meister Hora sagt also, ich habe bis jetzt darauf gewartet, dass die Menschen sich selbst von diesen Plagegeistern befreien würden. Sie hätten es gekonnt, denn sie selbst haben ihnen ja auch zum Dasein verholfen. Aber nun kann ich nicht länger warten. Ich muss etwas tun. Aber ich kann es nicht allein. Er blickte Momo an. Willst du mir helfen? Ja, flüsterte Momo. Ich muss dich in eine Gefahr schicken, die gar nicht zu ermessen ist, sagte Meister Hora. Und es wird von dir abhängen, Momo, ob die Welt für immer stillstehen wird oder ob sie von neuem beginnen wird zu leben. Willst du es wirklich wagen? Ja, wiederholte Momo und diesmal klang ihre Stimme fest. Dann, sagte Meister Hora, gib jetzt genau Acht auf das, was ich dir sage, denn du wirst ganz und gar auf dich gestellt sein und ich werde dir nicht mehr helfen können. Ich nicht und niemand sonst. Momo nickte und schaute Meister Hora mit äußerster Aufmerksamkeit an. Auch wenn ihr nicht wisst, was als nächstes geschieht, umgekehrt seid ihr der Zukunft schon bekannt. Das alte Spiel der Prokrastination hat ausgespielt. Dafür ist keine Zeit mehr. In Wahrheit ist die chronologische Zeit längst abgelaufen oder es ist gar keine Zeit bis dahin. Und die Algorithmen kennen euch schon lange besser als ihr selbst. Die Aufgabe all der sogenannten Webbugs, Cookies und der ihre Informationen auswertenden Firmen ist die Herstellung einer neuen Form algorithmischer Identität. Emanzipatorisch wäre dagegen das Nutzen dieses Potenzials auf eine poetische Weise, um eine neue Welt zu eröffnen, eine Welt ohne Arbeit oder zumindest ohne sinnlose Arbeit zur Herstellung von nur selten wirklich fortschrittlichen oder Lebensqualität erhöhenden Produkten. Anstelle der ständigen Abwechslung innovativer Medienprodukte wäre ja zur Abwechslung, Stichwort Biohypermedia, einmal wieder ein neuer Mensch gefragt. Daran zu arbeiten wäre auf die Aufgabe einer nicht mehr zeitgenössischen, weiterhin hauptsächlich mit der Herstellung von ästhetisch genieß- und verkaufbaren Objekten beschäftigt, sondern tatsächlich poetischen Kunst. Momo sah Meister Hora ratlos an. Mit einem solchen Berg von Schwierigkeiten und Gefahren hatte sie nicht gerechnet. Willst du es trotzdem versuchen? Fragte Meister Hora. Es ist die einzige und letzte Möglichkeit. Momo schwieg. Es schien ihr unmöglich, dass sie das schaffen konnte. Plot-Twist, das war nicht Meister Hora, das war Armin Avanessian. Und vielleicht ist es so die Frage, die ich ganz persönlich gern mitgeben würde. Gibt es tatsächlich irgendeine Möglichkeit, das emanzipatorische Potenzial von solchen Technologien, also auf poetische Art und Weise zu nutzen, anstatt dass wir uns jetzt nur darüber beschweren, dass unsere Zeit immer gestohlen wird, können wir tatsächlich irgendwie einen Weg finden, dieses Mehr an Zeit, was wir dadurch gewinnen, so zu nutzen, wie wir es gern hätten. Ich hoffe, darüber können wir heute Abend sprechen. Ich hoffe, eure Fragen werden genauso beantwortet wie diese. Viel Spaß beim digitalen Salon. Danke. Ja, vielen Dank. Puh. Das ist ja ganz schön was wir hier leisten sollen. Aber ihr habt es gehört, ihr seid da natürlich mit eingebunden, dies zu leisten. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Ich war mir nicht sicher, wie das wohl ist. Fußballspiel, vielleicht saßen manche schon im Biergarten und tranken was und dachten, oh, pff,
Die Zeit nehme ich mir jetzt. Schön, dass ihr sie euch genommen habt, um mit uns zu diskutieren. Kommt bitte alle in einen bequemen Lotussitz. Nein, Quatsch. Das machen wir nicht. Wir reden über Zeit und über Beschleunigung, Verdichtung und wie wir Digitalisierung in diesen Kontext einbetten. Wir wollen ja, dass Sachen schneller gehen. Wir wollen das, wenn wir im Stau stehen, auf jeden Fall. Wir wollen das in Berlin unbedingt, wenn wir auf dem Bürgeramt sind und da hingehen müssen, um was zu erledigen. Wir wollen das auch, wenn wir bei Amazon Prime bestellen, dass das Zeug schnell kommt. Die Feuerwehr und die Polizei hätten wir auch gerne schnell. Und Nachrichten mit wichtigen Informationen sollen auch nicht mit der Post geschickt werden, sondern doch gerne so, dass wir die schneller haben. Auf dem Weg hierhin habe ich auf Spiegel Online gesehen, die Blitzanalyse, wieso die DFB-11 gescheitert ist, die schon während des Spieles abgesetzt wurde. Nicht, weil der Journalist oder Redakteur da denkt, das ist eine witzige Idee, sondern weil sie davon ausgehen, dass ihr, dass wir das wollen. Trotzdem erleben wir diese vielen Ebenen, Nachrichten, Infos und Möglichkeiten und Kontaktkanäle, die sich überlagern, mitunter als Überforderung. Zeit wird verdichtet und das ist das, was viele als Beschleunigung beschreiben. Der Begriff wird aber auch unterschiedlich gefüllt. Wir haben das Gefühl, wir können mehr erledigen und wir müssen auch mehr erledigen, mehr schaffen und mehr bewegen als früher. Die einzigen Leute, die ich kenne, die dieses Gefühl nicht haben, ich weiß nicht, wie es in eurem Bekanntenkreis aussieht, sind entweder alt, also die nutzen viele Sachen selektiv, die haben vielleicht ein Smartphone, da aber nicht besonders viel Zeugs drauf, die sind ziemlich zurückhaltend oder sie sind nicht alt und haben sich tatsächlich entschlossen, diese Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Ein Bekannter von mir ist Künstler und dessen Tagewerk besteht darin, in einen langen Seidenfaden Knoten zu knoten. Der hat kein Smartphone, weil er sagt, da ist nichts mit los, was mich interessiert, da ist nichts mit los, was ich gebrauchen kann. Dann habe ich im Vorfeld des heutigen Salons einen Doktoranden kennengelernt, der digital ziemlich enthaltsam ist, weil er meint, es lebt sich so besser und ist tatsächlich auch auf einer politischen Mission. Er meint, damit wird die Gesellschaft in Richtung Postwachstum verändert und das ist das, was er will. Wir haben Gäste, die sich aus anderen Perspektiven und aus anderen Blickwinkeln und mit anderen Aspekten aus diesem Themenberitt beschäftigen und wir haben euch und bitten euch auch mitzudiskutieren und eure Sachen reinzubringen. Ihr könnt das aus der Tiefe des Raums tun, ihr könnt aber auch zu uns kommen und euch auf diesen Stuhl setzen, das wäre wunderbar. Und ich stelle euch die Gäste vor, oder Esel zuerst, Katja Weber ist mein Name, herzlich willkommen und ich stelle euch vor Maike Engel. Die ist Kommunikationswirtin und just zurück vom Camp Breakout, dessen Direktorin oder vielleicht auch Erfinderin du bist. Das ist, so wird es präsentiert, ein Ferienlager für Erwachsene. Das findet auf Usedom statt oder jetzt zuletzt in Schleswig-Holstein. Und es hat Regeln, die hier Rules heißen. Ich habe sie mir angeguckt. Die erste Rule hat die Überschrift digitale Auszeit und besagt keine Handys, keine iPads, Pods und auch keine E-Books. Da geht es um Yoga, Häkeln, Nachtwanderung, also tatsächlich Ferienlager. Twitter, Facebook und Insta müssen draußen bleiben. Armin Avanesyan ist da, der eben zitiert wurde und Michael Ende reloaded hat, Philosoph und Literatur- bzw. Politikwissenschaftler. Er denkt über Technik nach und was die uns bringt und versteht nicht, das klang auch in deiner Vorrede schon an, versteht nicht, wieso wir in der Beschleunigung alle nur das Negative suchen und dieses große Lamento führen und eben nicht das Emanzipative darin sehen wollen. Er publiziert viel, sucht Schnittstellen zur Kunst, zur Sprachwissenschaft, aber uns soll es heute um die Theorie mit dem sperrigen Namen Akzelerationismus gehen. Das wird dir zumindest aufgeklebt, das Etikett. Du hast mir schon im Vorfeld gesagt, du segelst gar nicht so darunter. Können wir ja gleich noch rausklamüsern. Christian Uhle ist da, der ist im selben Fachbereich entsprungen. Philosoph mit Akzent auf Technikphilosophie und Digitalisierung. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch von Street Philosophy auf Arte. Da ging es eben genau darum, Alltagsthemen philosophisch zu erden oder sagen wir zu betrachten. Und die Zeitersparnis durch Digitalisierung hältst du, Christian, für ein leeres Versprechen. Ich habe es interessant, dass gerade eben schon Slack genannt wurde, euch aus dem Fokus einen Artikel mitgebracht von 2015. Ein Chatroom fürs Büro und die Unterüberschrift sagt, 40% ihrer Arbeitszeit verschwenden Angestellte mit überflüssigen E-Mails und der Suche nach Informationen. Die App Slack gibt ihnen Zeit zurück.
mit riesigem Erfolg. So, das findet der Fokus und du sagst, Christian, vermutlich stimmt nicht. Wieso denn? Was ist denn mit der Zeit, die da zurückgegeben wird? Erstmal ist es nicht falsch, dass einzelne Prozesse isoliert betrachtet da zeiteffizienter werden können. Aber der Punkt ist, dass wenn man jetzt die Effizienz von irgendeinem Prozess erhöht, also wenn ich jetzt eine Keksfabrik betreibe und ich brauche irgendwie, um 1000 Kekse zu produzieren, einen gewissen Input, ja, also Mehl und Energie und so weiter und so fort und auch Arbeitskraft. Und jetzt habe ich effizientere Maschinen und hätte jetzt die Möglichkeit, eben tatsächlich, Input zu sparen. Ja, also die Leute müssten etwas weniger arbeiten, ich bräuchte etwas weniger Mehl und so weiter und so fort. Das klingt gut und das ist natürlich auch theoretisch möglich. Als Rebound-Effekt bezeichnet man dann eben diesen Effekt, dass diese Effizienzsteigerung an der Stelle halt aber auch zu einer Output-Erhöhung führt. Statt 1000 Kekse produziere ich dann halt eben 1500 Kekse. Und das kann so weit gehen, dass der einzelne Keks ja immer billiger wird und dass am Ende möglicherweise deswegen so viele Kekse nachgefragt werden, dass ich mehr verbrauche als vorher, dass ich mehr Input brauche als vorher. Und das ist sozusagen ein Effekt, der, den man nicht nur bei Keksmaschinen beobachten kann, sondern den man auch im einzelnen Alltag beobachten kann. Also wenn ich jetzt eben den Übergang von Brief zu E-Mail mir anschaue, dann ist E-Mail ein wesentlich effizienteres Kommunikationsmedium und ermöglicht mir durchaus eine massive Zeitersparnis pro einzelner Information. Was aber passiert ist, dass wir natürlich wesentlich mehr E-Mails schreiben als früher Briefe und möglicherweise so viele E-Mails, dass wir mehr Zeit damit verbringen, als früher die Menschen Briefe schreiben verbracht haben. Das ist jetzt allerdings eine empirisch nicht, kann ich jetzt gerade nicht mit empirischen Zahlen unterlegen. Das wäre, aber das ist sozusagen die Grundlogik, die da oft herrscht. Also insofern, ja, Zeit wird teilweise eingespart, aber wir nutzen die Zeit eben nicht für das, was wertvoll und wichtig ist im Leben, beziehungsweise verlieren oft aus den Augen, wofür denn eigentlich diese Zeit gespart werden sollte. Wofür denn? Naja, also das gut, vielleicht hat man sich in manchen Fragen diese, in manchen Fällen diese Frage vorher auch gar nicht so richtig gestellt, dass es halt überhaupt möglich ist, dass man auf ein Nichts hin spart, dass man spart um des Sparens Willens sozusagen und man diese Frage nach dem Wofür gar nicht so sehr beantworten kann, weil man einfach so ein Paradigma von Optimierung folgt. Ansonsten, ansonsten ist es ja schon so, dass wir uns halt davon versprechen, dass wir den Alltag irgendwie stressfreier zum Beispiel managen können, wenn wir auf diverse Apps zurückgreifen oder halt im Beruf, dass gewisse Prozesse effizienter werden. Dafür steigt dann die Komplexität aber an anderer Stelle und man muss quasi dann ein sehr gutes Auge darauf halten, ob dieses Versprechen dann auch wirklich eingelöst wird oder ob sich das nicht einfach verselbstständigt. Mhm. Und das ist ja auch ganz, das ist ja auch der Punkt bei diesen grauen Herren. Diese grauen Herren sind ja eine Metapher. Ja? Diese grauen Herren werden ja dargestellt in Momo als etwas Äußeres, ja? Als etwas, was irgendwie von außen in die Stadt reinkommt und dann den Menschen irgendwas in die Köpfe pflanzt. Das ist aber eine Metapher für gewisse mentale Infrastrukturen, die wir in uns tragen und die auch an uns rangetragen werden durch den gesellschaftlichen Kontext, in dem wir uns bewegen. Und da du das Versprechen ansprichst, würdest du sagen, es wird eingelöst, gesamtgesellschaftlich, dieses Versprechen der Zeitersparnis oder eben nicht? Naja, die Frage ist, wer artikuliert dieses Versprechen oder an welchen, also das ist jetzt eine sehr pauschale Frage, die weiß ich nicht, ob man die so pauschal beantworten kann. Insgesamt, glaube ich, wird das Versprechen insofern nicht eingelöst, als dass das unausgesprochene Versprechen hinter all diesen Technologien eben das ist, dass wir mehr Zeit haben, uns auf das Wesentliche und Wichtige im Leben zu konzentrieren, auch auf das Zwischenmenschliche. Und das ist uns vielleicht nicht immer bewusst, aber es gibt ja auch Visionen von John Maynard Keynes zum Beispiel, also einem sehr berühmten Ökonom, der genau in diesem Aufsatz die ökonomischen Möglichkeiten für unsere Großkinder beschrieben hat, wie, und das hat er nicht sozusagen als positive Utopie nur verkauft, sondern durchaus prognostisch, ja, also als Vorhersage, wo er meinte, dass er glaubt, dass in maximal 100 Jahren das ökonomische Problem gelöst sein wird und die Menschen werden nur noch 3 Stunden am Tag arbeiten und weil alles wird so effizient sein, ja, dass wir so wenig arbeiten müssen, dass wir plötzlich ganz viel Zeit haben, uns umeinander zu kümmern, um auch aus dieser Ellbogengesellschaft mal rauszukommen. Okay, jetzt haben wir das ist eben nicht eingelöst worden und in diesem Sinne
wird das Versprechen nicht eingelöst. Okay, jetzt haben wir tatsächlich auch schon eine Aussage mit Prognosecharakter gehört. Ich würde tatsächlich aber gerne noch mal eine pauschale Frage stellen an eure Zunft, in dem Fall an dich, Armin. Was ist denn Zeit? Wenn die Philosophie, wenn ein Philosoph von Zeit spricht, meint er was? Ja, Augustinus hat gesagt, wir wissen immer was, also der heilige Augustinus, glaube ich, im 4., 5. Jahrhundert, wir wissen immer schon, was Zeit ist, außer man fragt uns, dann wissen wir es auf einmal nicht mehr. Auch der Philosoph nicht? Auch der Philosoph nicht, ja, die Philosophin. Es ist eine lange Diskussion. Erstmal danke für die Einladung und ich habe kurz sozusagen so einen Adrenalinschub gehabt, ich mache Gottes Willen die Formulierung, habe ich die gar nicht gewusst, dass ich die überhaupt abgeschrieben habe am Anfang. Und dann dachte ich mir, nee, also das geht jetzt in die falsche Richtung. Das wollte ich kurz sagen, um Zeit zu gewinnen für die Antwort. Also Philosophen haben ja nie Antworten, ja, aber ich rette mich dann damit vielleicht zu sagen, statt diese Wesensfragen, was ist die Zeit, die ja nicht nur Philosophen stellen, sondern alle anderen auch. Es gibt ja nicht die Philosophen und die anderen, es gibt weniger trainierte und mehr trainierte, gute und schlechte Philosophen und so weiter. Also in dem Sinne sind wir alle Philosophen und stellen uns diese Was-ist-Frage. Ich würde vorschlagen, statt der ontologischen Was ist die Zeit-Frage, eher zu fragen, aus welcher Richtung kommt sie? Ja, die Zeit. Ja, wir sind ja gewohnt, sozusagen, die Zeit als, also wir leben in einer chronologischen Welt. Ja, also die Zeit kommt aus der Vergangenheit, geht durch die Gegenwart in die Zukunft. Ist ja ziemlich plausibel. Ich würde sagen, genauso plausibel ist, dass sie aus der Zukunft kommt, durch die Vergangenheit läuft und dann irgendwo in der Vergangenheit bleibt. Deswegen können wir uns umwenden, zurückblicken und sehen, was alles passiert ist. Es gibt angeblich sozusagen andere Kulturen, andere Denkweisen, auch andere Weltanschauungen, Philosophien, in denen die Zeit sozusagen etwas Zyklisches ist. Warum ich das sozusagen anbringe, ist, um zu sagen, wenn wir uns solche, das müssten wir vielleicht auch genau artikulieren, ethische oder politische Fragen stellen, um die es heute geht, das ist nicht dasselbe, ob man die Frage nach der Zeit oder nach der Beschleunigung sozusagen persönlich, individuell oder in einem familiären Kontext diskutiert oder als ein politisches und das heißt ein globales Problem. Aber auf jeden Fall ist es sozusagen wichtig, diese Richtungsfrage sich zu stellen. Und unter diesem Blickwinkel bin ich sozusagen kein Verfechter dieser These, dass alles immer schneller wird. Ich denke, das ist ein Epiphänomen, das ist ein Eindruck, den wir Menschen haben, dass sich die Dinge beschleunigen, just in time oder in meinem Business print on demand und Amazon Prime. Es könnte sein, dass wir uns täuschen und dass hinter dieser Beschleunigung eigentlich eine viel fundamentalere Veränderung vor sich geht, die vielleicht unter dem Titel, der Titel der Veranstaltung heißt, glaube ich, wer hat an der Uhr gedreht? Vielleicht ist es, wer hat die Uhr verdreht? Ja? Dass sich sozusagen die Zeitrichtung geändert hat, dass wir nicht mehr in einer chronologischen Zeit leben, sondern in einer, die zunehmend oder in der die Gegenwart zunehmend aus der Zukunft gesteuert wird. Hast du also Anhaltspunkte dafür, sowas wie Belege? Belege haben Philosophen ja auch nie, aber also, Beispiele? Ich nehme die Dinge, die schon erwähnt wurden. Also ich glaube, du hast davon gesprochen, dass sozusagen in Echtzeit sozusagen Prognosen getroffen werden, dass Algorithmen Dinge über uns wissen, die wir noch gar nicht wissen. Das ist teilweise etwas Positives, ja, wenn wir also wenn es darum geht, irgendwie diagnostisch festzustellen, welche Krankheiten haben wir, ist ja nicht schlecht, wenn man, bevor man sie hat, schon weiß, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man diese und jene Krankheit hat. Also wenn man jetzt noch den härtesten sozusagen Algorithmen oder Digitalisierungsverweigerer, den Dissertanten, von dem ich gern wissen würde, woher sein Stipendium kommt, den Künstler, der sein Geld verdient mit Seidenknüpfen. Der hat kein Stipendium, das macht er, weil er das will. Dann hat er eine Großmutter in Stuttgart, die ihm noch sozusagen die Wohnung hier gekauft hat. Also wovon leben Leute? Wovon leben Künstler? Künstler, die ihre Zeit damit verbringen, sozusagen sich nicht persönlich zum Markt zu tragen, die haben dann meistens einen Galeristen oder eine reiche Großmutter oder gut geheiratet oder was auch immer. Ja? Also man muss mit diesen Beispielen immer vorsichtig sein. Also der Punkt, also Beispiele sind das, was ich Präemptionsphänomene nenne. Wir leben in einer Zeit der präemptiven Kriege, der präemptiven Persönlichkeit. Das ist das Beispiel, das ich jetzt von dir übernommen habe, dass Amazon Prime oder wie auch immer uns nicht nur Sachen empfiehlt, sondern schon weiß, welche Sachen wir gerne hätten und die wir dann auch wirklich gerne haben. Das hilft dann nicht zu sagen, ich bin gegen Werbung und wenn ich eine Werbung bekomme von Obi, dann gehe ich nie wieder zu Obi. De facto wissen Algorithmen Dinge über uns und für mich ist eher die Frage, wie können wir das sozusagen auf eine
produktive oder progressive Art und Weise in unser Handeln integrieren statt sozusagen unter der Beschleunigung zu leiden, die ich sozusagen, wenn ich jetzt sozusagen als Individuum spreche, natürlich auch kenne. Ja, also okay, viele E-Mails, dann lass uns über das leidende Individuum noch reden, nicht am Beispiel von Maike, aber aus dem Ferienlager von Maike oder vielleicht auch am Beispiel von Maike. Mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Wie gesagt, du machst Ferienlager für Erwachsene. Wir haben inzwischen in Berlin im Überfluss ein Angebot an Yoga-Retreats in der Schorfheide oder aber in Portugal, je nach Geldbeutel. Wir können auch tagelang im Wald leben und Würmer essen, wenn wir denken, wir brauchen diese Erfahrung und wollen das unbedingt tun. Wieso müssen wir jetzt unsere Erinnerungen an die Kindheit oder an Ferienlager aktualisieren, wo, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir eher so Geruchs- und Geschmackswelten entstehen von dünnem Früchtetee und Käsefüßen im Mehrbettzimmer. Also warum ist das ein Rückgriff, wo du denkst, das suchen Leute? Und tatsächlich ist es ja so, Leute nehmen teil am Ferienlager. Erwachsene Leute. Das tun sie ja. Ja. Also auch Hagebuttentee gibt es bei uns nicht mehr. Das war damals mal so. Wir haben 10 verschiedene Teesorten. Nee, also das ist einfache Prinzip zurück zur Leichtigkeit oder eben auch Entschleunigung, kann man dazu aussagen. Bei uns ist es ja so, zum einen, dass sie die Handys abgeben, gar nicht, weil wir irgendwie gegen die Digitalisierung sind, sondern weil wir im Ferienlager damals oder ich, wenn ich von meiner Perspektive aus schaue, es gab keine Handys und das soll diesen nostalgischen Effekt oder auch dieses Gefühl wieder von Leichtigkeit eben schneller hervorrufen, als wenn wir eben die Handys alle anlassen und es einfach nicht mehr so ist, wie es damals war. Also das ist einfach so ein bisschen Begleitmittel oder ein Hilfsmittel, dass man eben da einfach schneller wieder die Erinnerung auch hervorruft. Zudem trägt es natürlich dazu bei, dass die Leute viel kommunikativer sind, sich nicht abgelenkt fühlen und eben auch dieser Entschleunigungseffekt. Wir sagen ja auch, dass die Leute möglichst tragen keine Uhren, also dass wir da auch so ein bisschen auf das Thema Zeit, dass die Leute so ihre innere Uhr wieder entdecken und da ein bisschen auch auf den Körper hören, was der irgendwie sagt, jetzt gibt's, also wir klingeln zusätzlich schon den Gong, wenn es Mittag gibt, da können die sich halt drauf verlassen, wir sind ja alle irgendwie die ganze Zeit, es geht 3 Tage in diesem Ferienlager und da wird man einfach nichts verpassen, aber wir wollen eben auch vermitteln, es gibt ja so dieses Fear of Missing Out, dass man immer das Gefühl hat, man muss irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig und kann sich nicht entscheiden. Das ist ja auch so diese, da wollen wir halt eben von runterkommen, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie verpassen irgendwas. Also alles kann, nichts muss, eben wie im Ferienlager damals. Was sind denn das für Leute, die sagen, yo, ich gebe dir mein Smartphone am Eingang ab? Welches Verhältnis haben die im Alltag zu digitalen Anwendungen, Produkten? Ja, das ist irgendwie ganz kurios. Ich habe am Anfang, also vor 3 Jahren, als ich so mit der Idee gestartet bin, habe ich gedacht, dass die Zielgruppe eher Leute sind, die also so IT, also Leute, die viel am Computer hängen und sehr viel, also schon so eher schon fast Suchtpotenzial haben. Ist aber in der Tat so jetzt, wo wir dann auch immer Feedback einholen von den Leuten und man merkt auch, dass die eigentlich gar nicht so diese digitalen Nomaden sind. Also es ist gar nicht so, die süchtigen Leute sind, die kommen, sondern ein recht gesundes Verhältnis zu ihrem Smartphone haben, teilweise noch nicht mal ein Smartphone haben, sondern genau, und das auch schon, bevor sie überhaupt ins Camp kommen, gar nicht erst mitnehmen, so. Also die sind da gar nicht so, wie ich gedacht hatte, dass es aber da was suchen so die dann? Tatsächlich hätte ich auch genau wie du vermutet, dass es Leute sind, die sagen, sonst kriege ich da eher immer eine Überdosis und jetzt ist die Entschlackung oder so, um in diesem Diätbild zu bleiben. Das klingt gar nicht so. Ja, also die haben grundsätzlich schon, also das ist jetzt meine Einschätzung, ein gesundes Verhältnis, aber sie finden es halt toll, dass sie einfach mal die Verantwortung abgeben. Die haben ja zum Teil auch, Verantwortung zu Hause, sind Eltern, dass sie da auch nicht erreichbar sind und sich voll auf eine Sache konzentrieren können und nicht ständig eben abgelenkt sind. Also, dass das irgendwie aus ihrem Alltag eben, dass da Zugriff von außen kommt, ne, und dann irgendwie angerufen wird und Mama, ich habe ein Problem, sondern die wollen einfach mal loslassen. So, darum geht es denen halt auch. Also, die haben gar nicht Bedenken, dass sie jetzt irgendwie am Lagerfeuer das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt irgendwie mein Handy rausholen und da irgendwie eine WhatsApp schreiben. Da haben die schon eigentlich ein
ganz gutes Verhältnis zu. Die wollen einfach nur Spaß haben so und die haben überhaupt kein Problem, das mal 3 Tage abzugeben. Jetzt scheint das ein Thema zu sein, das zu literarischen Beispielen verführt. Ich tatsächlich, um da nochmal ein anderes Genre als den Fokus ins Spiel zu bringen, lese den Idioten von Dostojewski und lese dort selbst bei einer gelehrten Diskussion, wie sie da viel geführt werden. Es handelt sich um die Frage, ob die Quellen des Lebens abnehmen infolge des Wachstums. Das ist das, was da diskutiert wird und dann werden die Bilder hin und her gegeben und einer sagt, da geht es natürlich auch um die Eisenbahn, man eilt und lärmt und pocht und hastet, wie man sagt, um die Menschheit glücklich zu machen. Das gute Leben wurde, ich glaube, von dir vorhin schon angesprochen. Es wird gar zu geräuschvoll und industriös in der Menschheit. Es gibt zu wenig geistige Ruhe, klagt ein Denker, der sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Das mag sein, aber das Rasseln der Lastwagen, die der hungrigen Menschheit Brot zuführen, ist vielleicht noch besser als die geistige Ruhe, erwidert ihm siegesgewiss ein anderer Denker. Amen, ich schätze, du wärst dann eher bei den Zweiten, die sagen, Technik ist dazu da, Leben zu verbessern und nicht Leben zu vernichten, beziehungsweise wir sollten sie so einsetzen, dass das der Fall ist, oder irre ich da? Ja, also ich hoffe, dass ich da, dass das kein Alleinstellungsmerkmal ist, hier im Panel, dass Technik dazu da sein sollte, das Leben besser zu machen. Ich meine, ich weiß nicht, wie du deine Arbeit organisierst, nicht? Wie du die Leute anschreibst, wie du es abrechnest, wie du dann mit dem Steuerberater, das wird alles nicht ohne Technik gehen. Also insofern, für mich ist es so auch dann am gewissen Grad eine Scheindiskussion. Die Frage ist wirklich sozusagen, wie setzen wir die Technologie ein? Und da würde mich interessieren, sagen, wer setzt sie wie ein, jeweils in seinem Beruf? Wenn wir jetzt versuchen, wegzukommen von allgemeinen weltanschaulichen oder philosophischen Ideen, einfach sich konkret anzusehen, wie arbeitet man selber? Mich würde dann interessieren, okay, wenn jemand, ich greife einfach das Beispiel aus, wenn jemand sagt, 3 Tage bin ich für die Kinder nicht erreichbar, nicht? Dann wird wer andere auf die Kinder aufpassen und wenn man zurückkommt, hat man einen Haufen E-Mails und dann muss man auch mal auf andere Menschen, Kinder aufpassen. Oder man hat das mit dem sozusagen Ehepartner oder Lebensgemeinschaftspartner sozusagen getauscht, nicht? Dann büßt man halt für die 3 Tage irgendwie mal 3 Tage extra arg, nicht? Ich sehe da sozusagen in der Pausierung, in der Aussetzung, in der Ausnahme sozusagen eher ein Problem. Was mich eher interessiert, natürlich mache ich auch Urlaub und versuche Pausen zu machen und nicht bei Tisch sozusagen mit meinem Partner sozusagen ständig am Telefon zu hängen oder am Smartphone zu hängen, aber die zentrale Frage ist doch sozusagen, wie kann ich die Technologie in meine Arbeit selber integrieren? Wie kann ich sie sozusagen sinnvoll nutzen für meine Arbeit und nicht als das andere in meines Lebens sehen? Für mich ist mein Smartphone nicht etwas anderes. Also und das schon allein Studien belegen ja, dass unser Gedächtnis sich verändert. Ja? Wir Menschen, was immer das auch ist, der Mensch, haben uns ja immer mit unseren technologischen Erfindungen verändert. Und zwar auch sozusagen physiologisch, biologisch. Unser Hirn ist heute ein anderes, unser Gedächtnis funktioniert anders als vor 100 Jahren. Wir haben nicht mehr so ein gutes Gedächtnis, das hat schon Platon, der erste große philosophische Schriftsteller, hat schon große Texte sozusagen gegen die Schrift irgendwie geschrieben, weil sie uns sozusagen verhunzt und unser natürliches Gedächtnis ruiniert und eigentlich ist Philosophie nur im lebendigen Gespräch. Hätte er mal, was Philosophen auch nicht oft machen, sozusagen mit seiner Theorie sozusagen ernst gemacht, hätten wir diese Texte nicht, ja. Warum ich sozusagen das als Beispiel gebe, ist zu sagen, ich merke, dass mein Gedächtnis ein bisschen sozusagen schlechter wird auf der einen Seite. Irgendwie wird es das aber dann doch nicht, wie mir Studien belegen und wie ich dann besser verstanden habe. Ich kann mich jetzt besser erinnern, wo ich die Dinge, die ich brauche, schneller finde. Also es gibt sozusagen bestimmte Teile sozusagen inhaltlichen Erinnerns werden schlechter. Andere Formen des Erinnerns, nämlich in welchem Device, wo auf meinem Computer oder wo im Internet suche ich und mit welchen Stichworten suche ich, um das, was ich vergessen habe, zu finden. Das heißt, es gibt ganz viele, sozusagen, ich spreche jetzt nur von meiner Praxis und von meiner Arbeit. Ja? Ich sitze nicht mehr sozusagen stundenlang in Offline-Bibliotheken, tagelang, wochenlang, wie ich das in meinem Studium gemacht habe. Ich recherchiere anders.
Das hat Vorteile, Nachteile. Die Frage ist wirklich sozusagen, was ist progressiv? Was macht einen in meinem Fall, was macht einen produktiv? Was gibt einem, mit Spinoza noch einem Philosophen gesprochen, damit höre ich schon auch, fröhliche Effekte. Ja? Also kann man fröhliche Effekte produzieren oder produziert man traurige Effekte? Nutzt man, also Spinoza definiert, dass wenn Philosophen sagen, sie hören auf, hören sie meistens nicht auf. Was Spinoza meint mit fröhlichen Affekten sind sozusagen Konnektionen, gibt mir das neue Verbindungen. Ja? Kann okay, ich mich andocken an andere dann Menschen? Dann nehmen wir diese fröhlichen Effekte oder Affekte. Vielleicht auch Affekte. Ja. Effekte ist auch gut. Akzelerationismus, so habe ich dich vorgestellt, den vertrittst du zumindest, ist das, was ich über dich lese, klingt bärenstark, aber ist nochmal genau was? Also Accelerationism in Englisch klingt es einfacher, ist eine politische Theorie, die sich ein bisschen gegen eine in der Linken, also eine linke politische Theorie, die sich ein bisschen gegen ein in der Linken sozusagen so festgesetztes Ideologem wehrt, nämlich dass eben die Entschleunigung die Lösung ist oder dass alles, was horizontale Entscheidungsstrukturen betrifft, positiv ist. Und die eher sozusagen erinnern an eine ganz andere linke Tradition, die man schon bei Marx findet, die man aber auch bei poststrukturalistischen Denkern wie Deleuze, Guattari und anderen findet, die eher etwas beobachten, dass man vielleicht so am besten fassen kann, dass alle liberalen oder neoliberalen Parteien ja auf der einen Seite schreien, bis vor kurzem zumindest, Grenzen auf, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr, aber dann damit nicht wirklich ernst machen, sondern in Wahrheit immer wieder sozusagen Grenzen einführen. Das sehen wir jetzt sozusagen noch drastischer als vor fünf Jahren, als diese ersten Texte zum Accelerationismus erschienen sind, die also die nur scheinbar sozusagen wirklich Freiheit postulieren, aber sowohl bestes Beispiel sind konservative Parteien, die am meisten sozusagen für ökonomische Freiheit sind für die meistens diejenigen, die restriktivste Religionspolitik haben oder Genderpolitik. Aber wenn du versuchst, es nicht ex negativo zu umreißen, was es ist, ist es dann positiv formuliert? Nehmen wir das mal ernst mit der Beschleunigung. Dann nehmen wir das mal ernst, sozusagen die Freiheit, die Möglichkeiten, die schon Marx in seinem Kommunistischen Manifest beschreibt, was der Kapitalismus sozusagen alles hervorgebracht hat, verändert hat. Nehmen wir doch die Technologien, die wir haben, versuchen wir sie nicht offline zu gehen. Was das überhaupt wäre, würde ich gerne wissen, weil das Handy, ob das richtig abgeschalten ist, ob die Daten nicht weiter registriert werden und so weiter, bleibt ja dahingestellt. Nehmen wir die Technologien ernst und da schließe ich mich dem an, was du, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden hast, gesagt hast, was können wir mit denen erreichen? Warum arbeiten was wir nicht? Was können wir denn damit erreichen? Wir haben eine Automatisierung, wir haben eine Robotisierung. Wenn wir die nützen würden, könnten wir tatsächlich nur 3 oder 5 Stunden am Tag arbeiten. Stattdessen haben wir sozusagen Parteien, die nicht oder eine Politik, die nicht in die Zukunft schaut, sondern in die Vergangenheit schaut und je nach Ausrichtung sozialdemokratisch von Vollzeitbeschäftigung oder Vollbeschäftigung schwadroniert oder die konservative Variante von Austerität und wir müssen den Gürtel enger schnallen deliriert. Beide sozusagen Varianten, die von denen ja offensichtlich ist, dass sie nicht funktionieren und diese Mitte ja korrodiert ja auch nicht. Ich würde es gerne dann nochmal, also ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall noch hin zurück. Ich würde es gerne nochmal über einen Schlenkrich oder einen Umweg versuchen mit Hartmut Rosa, jener Soziologe. So der erste, der wahrnehmbar im deutschsprachigen Raum sich mit dieser Frage nach Verdichtung, Beschleunigung beschäftigt hat, der sagt, Industrialisierung und Kapitalismus haben von allem mehr gebracht. Also mehr Waren, mehr Wissen, mehr soziale Kontakte, mehr Ressourcenverbrauch natürlich auch. Und Digitalisierung bringt da noch einen weiteren Schub. Also wir sind ja im Marx-Gedenkjahr, das geht also genauso weiter. Alles, was es zu kaufen gibt, finde ich in meinem Smartphone, das komplette Weltwissen. Du hast gerade gesagt, man muss nur wissen, wo man guckt. Ne? Also man merkt sich die Strukturen vielleicht eher als die Inhalte, aber man weiß, wo die Inhalte stehen. Es bringt viel mehr Kontakte als früher. Ihr könnt mit allen möglichen Menschen auf allen Erdteilen Kontakt halten, fast in Echtzeit. Und ich kann auch digital Ressourcen verkaufen, wenn ich sage, ich fahre für Uber irgendwie mit meinem Privatwagen rum oder vermiete meine Wohnung unter, wenn ich selbst nicht da bin. Das nutzen wir ja alles mit großer Begeisterung. Was gibt es denn da, Christian, überhaupt zu meckern? Also warum dann doch das Lamento? Jetzt sagt Amen, ist doch super, damit können wir doch was machen. Damit können wir die Zeit freischaufeln und gucken, wie wir sie sinnvoller nutzen. Warum tun wir es nicht? Also warum mündet es dann doch in diese Klagegeste?
Ja, ich glaube, das liegt an vielerlei Dingen. Also vielleicht auch an uns selbst hier und da, aber muss man jetzt sozusagen nicht nur selbstkritisch sein, sondern auf der anderen Seite, es ist ja auch in der Technologie eingeschrieben. Ja, also Technologie wird ja mit Blick auf gewisse Zwecke designt. Technologie ist nie irgendwie etwas Neutrales. Und wenn ich jetzt, also zum Beispiel, dass irgendwie so viele Menschen mittlerweile gewisse Formen von Social-Media-Sucht ausbilden oder so, das ist kein großer Zufall, ja, das ist gewollt, das ist der Sinn der Sache. Es ist, die Facebook ist so designed, dass es uns süchtig macht, dass es halt über Anerkennungsmechanismen... Wobei das ja sehr strittig so ist, ob da dieser Terminus Sucht überhaupt drauf ja, passt. Ja, okay, gut, dann nennt man es anders, aber man kann es nennen, wie man will. Also es gibt auf jeden Fall, also ich kenne das auch von der 13-jährigen Schwester von einem guten Freund von mir, also die da 2 Tage mal das Handy weggenommen bekommen hat, das war der absolute Weltuntergang, das kann man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Ja? Also man kann das jetzt Sucht nennen oder nicht Sucht nennen, aber die Plattform, die Technik ist so designed, ja, dass wir sie möglichst viel nutzen, weil desto mehr wir sie nutzen, desto mehr lassen sich halt eben Daten generieren und vor allen Dingen Werbeeinnahmen generieren. Und so ist das also, wenn wir uns jetzt überlegen, selbstfahrende Autos, wenn die jetzt irgendwann kommen, die schenken uns ja, das habe ich ja auch in diesem Momo-Beitrag da kurz das Beispiel gebracht, ne, die würden uns sehr viel Zeit insgesamt schenken. Wenn man das auf Deutschland hochrechnet, wären das mehrere Milliarden Stunden jährlich. Und da kann man jetzt erstmal sagen, das ist doch super, das ist halt ein großes Potenzial. Da wird viel Lebenszeit, ja, wo Menschen einfach nur so da sitzen und sich halt vielleicht aufregen, weil sie halt irgendwie im Berufsverkehr stecken und so weiter und so fort und irgendwie total kaputt am Ziel ankommen, wird endlich frei. Frei für was? Und wenn man sich die Werbefilme anschaut, dann wird darin ja wieder etwas versprochen. Egal in welchem Werbefilm, von egal welchem Hersteller, auch in den Drohnenwerbefilmen von Volocopter und so weiter und so fort. Die Leute, die da drin sitzen, sind unglaublich entspannt. Ja? Und das Unrealistische an all diesen Werbefilmen ist nicht die Technologie. Es ist nicht, dass wir irgendwann mit selbstfahrenden, selbstfliegenden Drohnen durch die Gegend fahren. Das Unrealistische sind die entspannten Leute da drin. Weil diese Leute wahrscheinlich in der Zeit wieder irgendwelche Konsumangebote gemacht bekommen, weil die Technologie wahrscheinlich wieder so designt wird sozusagen, und da gibt es ja im Moment auch schon viele Startups, die dabei sind, zu überlegen, wie kommen wir an den Konsumenten und die Konsumentin ran, wenn sie im selbstfahrenden Auto sitzt. Ja? Also insofern, man kann jetzt immer versuchen, sich selber abzugrenzen, aber man muss sich bewusst sein, es ist nicht ausschließlich unsere eigene Schuld, sondern die Technik ist eben auch mit Blick auf gewisse Verhaltensmuster entwickelt worden. Und wir bewegen uns in einem gesellschaftlichen Kontext. Und da finde ich auch nochmal das Spannende, wenn wir uns überlegen, okay, wir wollen Technik jetzt zum Guten nutzen. Offensichtlich bei deinem Camp ist trotzdem der Ansatz ja jetzt erstmal ja, Resonanzerfahrung mit Hartmut Rosa gesprochen, ohne Technik zu machen. Und zwar in der Natur. Und dieses Naturelement, das ist doch auch spannend, ja. Weil was dahinter steckt, ist im Endeffekt, ja, also Natur ist ja viel der Sache nach jetzt erstmal, naja, vielleicht schön, aber es ist jetzt überhaupt keine auf menschliche Zwecke hin designte Umgebung. In der Natur, da stechen mich Mücken, es ist kalt, es regnet, ich werde nass, ich habe Hunger, dann ist da aber keine Beere, die ich gerade pflücken kann und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, kann man das vielleicht auch so ein bisschen so interpretieren, es hat sich der Homo sapiens aus seiner natürlichen Umgebung herausgelöst und im Sinne einer zweiten Natur eben seine Umgebung kulturell überformt. So, und das Ganze ja mit dem Blick, um sich eine neue Umgebung zu schaffen, eine Umgebung, die viel lebensfreundlicher ist. Ja, das ist sozusagen der ganze Grundgag dahinter. Und jetzt erleben wir aber eine Zeit, in der wir diese kulturelle Umgebung plötzlich als viel feindlicher erfahren als die Natur. Und wir erfahren sie als feindlich, weil zwar alles mit Blick auf unsere Zwecke designt ist, wir uns aber einerseits, naja, entfremdet vielleicht manchmal davon fühlen, überfordert davon fühlen und weil wir das Gefühl haben, dass dabei halt eben eine Eigenzeit in diesem systemischen Zusammenhang entsteht, wo wir mit unserer eigenen Eigenzeit nicht mehr mithalten können. Und apropos mithalten, könnt ihr mithalten? Weil ich habe das Gefühl, es wird jetzt langsam, nimmt die Form einer Vorlesung an. Ach so, sorry. Könnt ihr mithalten, beziehungsweise habt ihr Fragen? Okay, also vielleicht nochmal das Rosasche, diese ja, Resonanz würde ich tatsächlich gerne nochmal rauspicken, da wird ja. Es ja, glaube ich, bei ihm auch ein bisschen vage oder es ist so der Versuch, die Brücke zu schlagen in die Lebenswelten der Leute, die sagen, sag uns Hartmut Rosa, was wir tun sollen. Und er sagt ja genau dieses Naturding, da ist auch mal, sind Sachen, die nicht funktionieren und die nicht so glatt gehen und die irgendwie dir was entgegenhalten, was nicht Zustimmung oder Mitgehen ist.
Würdest du sagen, in dem Sinne, Maike, findet man in deinem Ferienlager, du hast es quasi anderen, selbst anmoderiert, ja, ich weiß, in deinem Ferienlager. Noch einen anderen Punkt zum Ferienlager. Meinst du, kriegst du das in einem Hauptsatz unter? Ja, mach ich. Ich würde es auch gerne nochmal hören. Aber. Ja, aber das andere Spannende ist ja das Element des Spiels. Zwei Kernelemente, Natur und Spiel. Ja? Und Spiel hat ja dieses Kernelement des Selbstzweckhaften. Und das steckt ja hinter der Beschleunigung. In dem Moment, wo wir einen Prozess beschleunigen, betrachten wir ihn als Mittel zum Zweck. Und wir handeln zweckrational. Wir versuchen, die Mittel zu optimieren. Und das Spiel versperrt sich dieser Logik, weil das Spiel etwas Selbstzweckhaftes ist. Und das ist sozusagen doch eigentlich das Versprechen, auch in diesem Camp, aus dieser Logik herauszukommen. Aber diese Logik ist eine, die Technologie immanent ist, wie man jetzt mit einem schönen Fremdwort sagen könnte. Die ist im Wesen der Technologie angelegt. Ja? Also Technologie betrachtet die Welt immer als Mittel zum Zweck. Seitdem wir machen daraus jetzt ein abgefahrenes Kunstprojekt, ja, aber dann machen wir Kunst, dann machen wir keine Technik. Und das ist, glaube ich, sozusagen das, ich denke nicht, dass wir Technik abschaffen müssen, wir müssen darüber nachdenken, wie wir Technik positiv nutzen können, aber es gibt da drin ein Grundparadigma, was darin mitschwingt. Und das ist eben, die Welt als Mittel zum Zweck zu sehen. Und diese Logik, das ist das sozusagen, wo wir manchmal das Gefühl haben, jetzt ist es zu viel, jetzt fühlen wir uns entfremdet und dann haben wir Sehnsucht nach dem Camp. Und jetzt ins Ferien. Einspruch wird gleich stattgegeben, aber jetzt gehen wir erstmal ins Ferienlager und lassen nochmal die Begriffe Resonanz aufgeteilt in Naturerlebnis und Spiel auf uns wirken. Würdest du sagen, oder würden wahrscheinlich viel wichtiger deine Gäste sagen, sie erleben in dem Sinne dort eine Welt, die zu ihnen spricht, weil Hartmut Rosa nimmt ja diesen Marx-Begriff der Entfremdung und sagt, die Welt geht uns verloren, alles ist stumm, nichts spricht zu mir. Würdest du sagen, die Leute, die nach 3 Tagen bei dir abreisen, sagen, alles ist jetzt wieder in Farbe und mit Ton? Ja, also man merkt schon, dass die Leute schon so ein bisschen die Verbindung, das hört sich jetzt immer so ein bisschen spirituell an, aber die Verbindung zur Natur und zu der Umgebung halt verloren haben in dieser ganzen Digitalisierung. Das merkt man halt, wenn die ankommen und sagen, hups, da ist eine Spinne, so igitt, ne? Bis hin zu, wo muss ich denn jetzt hier, wie komme ich wieder aus dem Wald raus? Also du merkst halt richtig, dass die schon so ein bisschen die Verbindung verloren haben. Und das wollen wir eben... Und das geht leider auch nur mit dieser Vorschrift, dass sie das Handy abgeben, weil manchmal muss man Leute zu was zwingen, ja, weil wenn du sagst, ihr könnt, wenn ihr wollt, aber ne, das funktioniert halt einfach nicht, weil sowas, so kennt man das halt auch aus der Realität, aus dem Job. Manchmal muss es einfach diese Regel geben und die Leute wollen das ja, die kommen ja freiwillig. Und deswegen ist das schon, dass die, und das merkt man nicht am ersten Tag, das merkt man erst am zweiten Tag, dass sie so wieder zu der Natur finden und auch selbstständiger werden. So, die kommen da an und sind halt so, haben halt irgendwie die, so eine Selbst, also sie sind einfach, sie wissen nichts mit sich anzufangen. So, und das haben wir halt früher also nicht gehabt, dass man wusste irgendwie immer draußen mit Sachen, hat sich irgendwie einen Stock genommen und hat 3 Stunden damit gespielt und heute können wir das nicht mehr. Okay, aber dann habe ich bei dir oder bei euch Ukulele spielen gelernt oder was auch immer und dann gehe ich gestärkt und fröhlich zurück in den Plattformkapitalismus, in meine Agentur und fräse mich durch die Kommunikationskanäle, schaufel alles weg, was da jetzt in einer halben Woche aufgelaufen ist. Ja gut, dass sich da was anhäuft, da kann ich ja nichts für. Also ich versuche ja irgendwie nur, dass ich den Leuten eine Auszeit gebe und gebe denen halt was mit auf den Weg. So. Also die Balance im Alltag zu finden, da kann ich halt nicht, da ist jeder für sich dann wieder selber verantwortlich. Es geht ja darum, eine Balance für sich selber zu finden und das ist damit ein Start, um mal zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn ich 3 Tage nicht digital bin und mit Menschen reden muss. Ne? Und mit Menschen. Und mich beschäftigen muss und irgendwie, natürlich bieten wir auch ein Angebot, weil sonst würden die Leute wirklich dann 2 Tage rum und nichts mit sich anzufangen wissen. Natürlich haben wir ein bisschen, man kann das Animationsprogramm nennen oder wie auch immer, dass wir die Leute dahingehend motivieren, so hier, wir haben einen Tischtennisschläger, lass uns doch mal eine Runde spielen oder wir haben, keine Ahnung, ein Kanu da stehen, lass uns, also ne, man braucht ja so ein bisschen manchmal so den Anschub, aber
ja, man merkt dann auch, wie die Leute beim Basteln schon in so einem Flow, also man nennt das Flow, wenn man eben auch die Zeit vergisst und kreativ wird und man nach 3 Stunden nicht merkt so, oh, ich bin hier irgendwie, also in, man sagt ja so Flow und das passiert halt wirklich dann so am 2., 3. Tag, dass die Leute in so einer kreativen Sache völlig aufgehen. Und okay, also, dann ist jetzt deinem Einspruch stattgegeben, du hattest vorhin nochmal den Fuß in die Tür gestellt. Jetzt habe ich so viele gestellt. Einsprüche. Der Reihe nach. Komme ich gar nicht mehr irgendwie dazu. Also vielleicht mal zu dem, was du gesagt hast, das ist historisch sozusagen fragwürdig und es ist sozusagen auch inhaltlich bedenklich, sozusagen die Idee, also Techné, also ich will jetzt nicht sozusagen über den Begriff der Technik sozusagen sprechen, aber wie gesagt, schon die Sprache, alles, was mit unserer Kultur etwas zu tun hat, inklusive dieser auch sehr fragwürdigen Unterscheidung, das ist die Natur, wir kommen aus der Natur und dann haben wir sie kulturalisiert. Also all diese kulturellen Unterscheidungen, die selber behaupten, dass sie sozusagen zurück zur Natur kommen können und so weiter, an die glaube ich nicht. Und sie enden dann sozusagen im Diskurs auch einfach in einer Imperativorgie. Wir müssen und wir sollen und wenn wir nicht. Das Problem ist, dass sie... Ist es nicht sinnvoll, dass eine Gesellschaft sich solche Statuten oder Regeln gibt? Wir müssten, sollen, dürfen? Nein, wenn die Imperative nicht greifen, ja, dann sind sie sozusagen problematisch. Wenn sie sozusagen etwas imaginieren, dass es in Wahrheit nicht gibt und das auch nicht anstrebenswert ist. Also ich strebe kein unkulturelles, natürliches Leben an. Ja? Und wenn es einer anstrebt, dann soll es mir mal bitte vormachen, 1,5 Tage, und dann schaue ich es mir an. Ich glaube auch nicht, dass ich, wenn ich mein Handy abgebe, ein Arachnophobiker sozusagen von seiner Spinnenangst heile. Sozusagen, wir müssen unterscheiden, was sind sozusagen Symptome, ja? Stress. Warum sind Menschen sozusagen gestresst? Möglicherweise leben sie in einer ökonomischen Struktur, die ständig von ihnen verlangt, kreativ zu sein. Ja? Wenn ich dann eine Pause mache und es sammeln sich die E-Mails an und dazwischen trainiere ich Kreativität, ja, dann ist das nicht eine Auszeit, sondern ist das Opium sozusagen für die Mittelklasse. Ja? Nicht das Opium für das Mittelklassevolk, um Marx zu paraphrasieren. Aber wer sagt denn, dass sich da jetzt E-Mails ansammeln? Also wer sagt, also was passiert, wenn sich die E-Mails ansammeln und ich komme nach Hause, muss ich die dann alle beantworten? Die Idee einer Auszeit, das ist ja nicht die Idee einer Auszeit, also wenn ich mein Handy weglege, passiert ja währenddessen weiterhin weiter E-Mails. Ich muss die E-Mails abarbeiten, ich muss meine Kinder entweder vernachlässigen oder nachher mehr auf sie aufpassen, weil mein Partner auch sozusagen einen Retreat macht. Also das ist rein mathematisch jetzt logisch gedacht. Also okay, ich höre hier ganz viel, ich weiß nicht, Zustimmung oder Widerspruch, zumindest ein Raunen. Möchte das jemand artikulieren? Zustimmung oder Widerspruch? Bitteschön. Nee, Ich habe eine Frage an Armin Avanesian. Mhm. Ob du noch mal konkret formulieren könntest, weil das ist, du hattest ja schon es als irgendwie linke Bewegung identifiziert, Akzelerationismus, aber was sozusagen positiv formuliert die gesellschaftliche Vision ist, die sozusagen hinter dieser Dynamik irgendwie steht. Also du hattest schon angedeutet, irgendwie fröhliche Affekte, du hattest irgendwie Konnektivität schon als positives Merkmal irgendwie angedeutet. Also weiß nicht, ist es sozusagen am Ende mehr Gerechtigkeit oder, also könntest du das nochmal konkreter positiv formulieren, wie gesagt, ich bin nicht der Akzelerationist und ich bin nicht sozusagen da zum Verteidigen von irgendwelchen Theoremen, sondern es ist eher etwas, wo ich auf allgemeine Zustimmung eigentlich hoffe, nämlich zu sagen, wir haben die technologischen Voraussetzungen für ein ganz anderes Leben. Es gibt keinen Grund, dass der Reichtum so verteilt ist, wie er verteilt ist. Aber es gibt keinen Grund, sozusagen kein allgemeines Grundeinkommen zu haben. Es gibt keinen Grund, dass wir so viel arbeiten, wenn wir jetzt schon und in 30, 40 Jahren wissen wir, was für ein immenser sozusagen Prozentsatz an Jobs automatisiert oder robotisiert werden kann. Wir haben sozusagen technologische Voraussetzungen, die uns eigentlich eine postkapitalistische Gesellschaft oder Wirtschaftsform ermöglichen würden. Wir sind politisch sozusagen nicht fähig dazu, das zu verwirklichen. Ich denke, dass die Technikfeindlichkeit
und das Ausblenden von Technik oder das, was sich eine ganz kleine, reiche sozusagen Schicht der 7 Milliarden oder bald 10 Milliarden Bevölkerung leisten kann, teure sozusagen Retreats zu machen, dass das keine Lösung ist sozusagen für die Probleme, die wir haben, die wir nicht mehr lokal oder persönlich lösen können, sondern nur sozusagen in einem globalen Zusammenhang. Und das heißt eben auch mit einem bestimmten technologischen Know-how und aber nicht mit einer... Aber das ist der Punkt, wo ich tatsächlich nochmal auch nachfragen muss. Also dieses Beispiel Arbeitszeit und Grundeinkommen. Das wird gern und häufig bemüht in der Diskussion und ich glaube, das leuchtet jedem ein. Ich kann aber auch sagen, Umweltschutz, sozusagen funktioniert der, dass ich meine eigenen Karotten anpflanze oder muss ich den global sozusagen angehen? Muss ich dazu sozusagen überlegen, welche Technologien habe ich? Was für ein Zeitmodell muss ich entwickeln? Ein sozusagen natürliches oder müssen wir eine Politik umstellen auf ein transgenerationales Zeitmodell? Ich vermute, dass wir hier wenig Widerspruch ist, wenn du diese Beispiele bringst. Aber ich lasse von dir zum Beispiel das Zitat, wir sollten uns die technologischen Beschleunigungsgewinne aneignen, um eine andere, eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Was bedeutet das jetzt genau im Hinblick auf die Technologien? Google den Algorithmus entreißen, Facebook stürmen und in eine Kooperative verwandeln? Also ich sage, ich habe jetzt einfach nur auf seine Frage geantwortet, aber ja, also es gibt ja nicht den Facebook-Algorithmus, ich glaube, der wird eineinhalb Mal pro Tag sozusagen verändert, aber sozusagen, dass es sozusagen bestimmte Algorithmen gibt und bestimmte Programme, die uns sozusagen miteinander connecten und ganz andere Arbeitsmöglichkeiten oder Kommunikationsformen produzieren würden, das ist ja etwas Positives. Das Problem ist, dass wir Facebook haben und immens viel Kreativität de facto sozusagen in diese sozialen Medien reinstecken. Dafür werden wir sozusagen ausspioniert und der Gewinn dafür geht an irgendwelche Shareholder, die damit sozusagen ganz bedenkliche, die keine Steuern zahlen und damit bedenkliche Firmen wie Uber. Deshalb ja genau die Frage, wie sieht dann die bessere Gesellschaft aus? Wir sind einfach zu dumm und wir sind technologisch zu unversiert. Das klingt jetzt nicht noch fröhlicher. Ich kann es nicht anders sagen. Also diese Technologie sozusagen besser zu nutzen. De facto haben wir nur Facebook. Facebook auszublenden, soziale Medien nicht mehr zu verwenden, wird de facto nicht stattfinden. Deswegen habe ich auch sozusagen wenig Muße, das zu diskutieren. Es wird weiterhin verwendet werden. Und es ist sozusagen auch gar nicht erstrebenswert, sozusagen in einer algorithmenfreien Welt zu leben. My personal opinion. Darf ich da kurz was fragen? Sozusagen, aber würdest du sagen, der heutige technologische Entwicklungsstand reicht dafür oder würdest du sagen, okay, wir müssen unbedingt noch weiterkommen, KI muss weiterentwickelt werden und so, damit sozusagen dieser Erlösungsmoment, dieser Wandel in die bessere Gesellschaft gelingen kann? Sprichst du von einer Erlösung? Ich habe das Gefühl, es schwingt so ein bisschen mit, oder? Ich meine, es gibt technologische Mittel, die wir viel sinnvoller nutzen konnten und das ist ein politisches Problem und kein ethisches, das ich persönlich lösen kann, indem ich sozusagen eine Freizeit nehme von diesen Technologien. Die Frage, ob es schon genug ist oder weitergeht, ist für mich, also hypothetisch ist sozusagen zu soft gesagt, die geht sowieso weiter. Warum soll ich jetzt sagen, also ich glaube, in 2,5 Jahren wird es genug sein. Nee. Es geht ja sowieso weiter, die technologische Entwicklung. Die Frage ist nur sozusagen, welche und wozu wird sie genutzt? Ich stimme dir zu, Technologie ist nicht neutral, aber sie ist trotzdem kann sie sozusagen so oder so programmiert werden. Sie kann zu progressiven Zwecken genutzt werden oder zu regressiven Zwecken. Und ich sage nicht, dass alles, weil ich für fröhliche Effekte bin, dass alles, was ich sage, sozusagen optimistisch ist. Aber gibt es einen Dissens darüber, dass man sozusagen... Nein, da gibt es keinen Dissens. Also deswegen versuche ich das auch... Aber kleinen Moment, es gibt noch eine Frage aus dem Publikum, aber du kannst dich auch gerne einfach zu uns setzen auf den letzten Metern. Lust? Ja, aber ist ein Muss. Jetzt habe ich da gleich noch zu was. Es gibt ein Handmikro. Ja, das liegt hier. Ach so, genau. Ich schaffe das vielleicht auch so. Hallo. Ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber jetzt bin ich auch hier. Dann leite ich die Frage sowieso mal noch ein bisschen ein, weil das macht Sinn, dann es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir schöne Antworten finden. Und zwar, die Diskussion ging ja viel in eine normative Richtung dann am Ende doch, oder immer war irgendwie der Versuch, das normativ zu machen, dann wurde es fast auch so
konkurrenzhaft, so wer hat jetzt hier die beste oder die schlauste Antwort. Also. Und dann, nur von außen betrachtet. Und dann hab ein bisschen mitgeschrieben, und zwar dann einfach hörend darauf, was sind die normativen Schlagworte, die kommen, die Begriffe, die so anklingen, wo jetzt jeder positiv drauf reagiert und sagt, in die Richtung sollten wir gehen. Und das war einmal, fangen wir mit Arm an, das war etwas progressiv nutzen, es wird aus der Zukunft gesteuert, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das interessant fand. Und es produktiv machen, fröhlich-affektive, Konnektionen, neue Verbindungen, 3 bis 5 Stunden arbeiten am Tag, das ist aber ein politisch globales Problem. Bei dir war es etwas sinnvoll nutzen, das war sinnvoll nutzen war dann fürs Miteinander. Ja, mit dem Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität, das ist was noch eine andere Frage, aber Natur ist dann auch spannend und lebensfreundlich. Und dann fand ich bei dir super, Ferienlager ist positiv, Leichtigkeit ist positiv, den Körper hören ist positiv. Das finde ich insbesondere deshalb interessant, weil ich finde, der beste Artikel in dem Accelerationisten-Beitrag ist der von Bifu über den Körper, der eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage auch in diesem Beschleunigungsdiskurs anspricht. Und dann alles kann, nichts muss. The fear of missing out ist was Negatives, also ganz da sein, ganz präsent sein, und der Flow ist was Positives. Und dann, das fand ich eine ganz, ganz schöne Formulierung, war Verbindung. Und das klingt jetzt schon ein bisschen spirituell. Das fand ich in einem Technikdiskurs eine total schöne Bemerkung, weil das macht irgendwie so viel deutlich. Also, und dann war natürlich noch progressiv, positiv von dir, und Erlösung, geht es um eine Erlösung, waren auch noch so die Worte. Und meine Erfahrung mit dem Miteinander und auch mit Diskursen, wann sind die eigentlich am spannendsten, ist, wenn man gemeinsam an einer Idee arbeitet. Und die Frage, die mich jetzt interessiert, die ich spannend finde, wäre, wie können wir denn als Gemeinschaft oder zusammen resonanzorientiertes Miteinander oder Resonanzorientierung politisch, gesellschaftlich, global, lokal tatsächlich befördern und sehen, dass es mehr dass es mehr Wertschätzung bekommt tatsächlich, jenseits von der persönlichen Abkopplung und dann auch, oh, ich habe jetzt hier meinen Aufenthalt im Wald auch noch bei Instagram viele Likes für bekommen, so, wo es ja dann sich im Kreis dreht. Also du fragst nach der politischen Umsetzbarkeit oder den Plänen oder Foren, wo in dieser Art oder auch Politik für die Technik gemacht wird, die wird Entscheidungen ja designt, werden. Irgendwer designt die ja. Und wir machen das ja alle. Also, oder wir gestalten ja auch die Politik oder so. Also die Frage wäre, wie könnte man das praktisch, also was wären da einfach nur noch mal genau einen Schritt weiter nach vorne? Wir sind jetzt gar nicht dagegen oder dafür, da streiten uns. Wie könnte das aussehen? Dass, also auch in Diskursen beispielsweise, wie werden die resonanzorientierter? Dass es vielleicht auch darum geht es allen danach gut oder weiß ja auch nicht. Was wären die Entwürfe? Also ich glaube, es erwartet jetzt niemand, dass heute Abend eine politische Partei aus der Taufe gehoben wird, aber ein Entwurf wäre natürlich super. Wer möchte? In einem Satz nur, dass natürlich Formate wie hier durchaus im Kleinen ein Ansatzpunkt sind. Also ich glaube, genau das dialogische Reden statt dem Dankeschön. WhatsApp-Schreiben zumindest ergänzend dazu. Klingt aber natürlich, wenn ich jetzt die Fallhöhe nehme, die du aufgebaut hast, dann jetzt ein bisschen lame, wenn wir sagen, naja, wir reden ja drüber. So, klar, machen wir, super, dass ihr da seid. Unser Versuch ist es mit dem leeren Stuhl, also noch mehr reinzuholen, mit welchen Gedanken ihr hier seid. Aber davon werden wir jetzt noch nicht mal das HIG umkrempeln, geschweige denn den Bezirk Mitte oder irgendwelche Einheiten, die noch größer sind als das. Also was wäre der politische Entwurf daraus? Also bei dir habe ich jetzt ein paar Mal dran gedacht, da du ja dich auch selbst dezidiert nochmal eingeführt hast, in dem Sinne, dass du da auch politikwissenschaftlich drauf schaust. Waren die Piraten so ein Versuch? Also siehst du im politischen Orbit irgendwo die Art Technik und Techniknutzung so zu denken, wie du es für sinnvoll finden würdest? Also ich versuche das jetzt wieder mal zu umgehen und ja, nicht zu sagen, die Piraten haben natürlich technologische Fragen in den Vordergrund gestellt.
Ja, ist etwas, was ich sozusagen positiv finde. Aber ich denke, wir müssen sozusagen weitergehen. Ich will die Frage nicht umgehen, sondern einfach weitergehen. Sind es sozusagen politische Parteien, die automatisch die Lösung sind? Wer ist das revolutionäre Subjekt heute, das sich sozusagen neu sozusagen auf die Bühne tritt und sagt, ich darf reden? So wie vor, keine Du setzt Ahnung. Also voraus, dass es das gibt? Das Revolutionäre und fragst nur, wer es ist. Vielleicht sind es die Flüchtlinge. Also wer wird sozusagen abgewehrt? Wer darf nicht sprechen, sollte aber sprechen? Wer hat vor 50 Jahren nicht wählen dürfen? Wer darf heute nicht wählen? Wer hat vor 100 Jahren nicht wählen dürfen? Frauen zum Beispiel. Mit dem revolutionären Subjekt habe ich jetzt nur gesagt, bei Marx war das Proletariat. Möglicherweise sind es die Ingenieure. Woher kommt der Fortschritt? Eher aus der Technologie oder von Parteien? Ich habe keine Antwort, aber sozusagen ich wollte sozusagen die Frage nicht umgehen, sondern einfach relativieren. Müssen wir zu den Parteien suchen? Müssen wir auf die Parteien schauen? Oder müssen wir möglicherweise woanders hinsehen? Aber generell ist meine Empfehlung, ich weiß auch nicht, sozusagen, wer das Publikum genau ist. Ich nehme an, viele sozusagen akademisch, aus dem akademischen Milieu oder man müsste sich wirklich ansehen, wer arbeitet in welchem Feld und wie geht man mit diesen konkreten Veränderungen um? Was mache ich als Philosoph, der studiert hat, mit Veränderungen im akademischen Feld konfrontiert ist, die man geißeln kann als neoliberal und so weiter, würde ich auch machen, aber wie gehe ich damit auf eine progressive Art und Weise um? Mit dem Ellbogen, dass ich schaue, dass ich auch noch meine Juniorprofessur bekomme und mit einer sozusagen Habilitationsschrift über den Neoliberalismus. Das ist sozusagen das Standardmodell. Ja? Oder indem ich sehe, es gibt sozusagen andere Möglichkeiten, wie ich Diskurs führen kann, wie ich kommunizieren kann, wie ich auch damit umgehe, dass es eine andere digital verschuldete Aufmerksamkeitsökonomie gibt, wo ich halt nicht mehr 300 Seiten Dissertationen so und so schreibe, die dann einfach niemand mehr liest. Der Akzelerationismus ist nicht nur diese und jene These, sondern ist Manifest, das so geschrieben ist, dass man sozusagen einzelne Teile davon tweeten kann, wo eine andere Generation sozusagen spricht und es geschafft hat, sozusagen sich hörbar zu machen. Und das sind sozusagen formale Fragen, die für mich wichtig sind und nicht nur sozusagen sagt der Akzelerationismus zum Thema Umweltverschmutzung dasjenige und stimmt das mit dem Hartmut Rosa überein. Also diese Frage ist sozusagen auch eine generationale Frage sozusagen, wie denken wir Politik, auf welcher Ebene sehen wir sie? Und dann hat das für mich sozusagen auch etwas Ethisches, aber das abschließend ganz ehrlich zu sagen, dafür müssten wir überhaupt mal genauer fokussieren, von welchem Feld sprechen wir. Also mein Arbeitsgebiet ist die Philosophie, die Theoriebildung und Holodoro mache ich die anders, als ich es mal gedacht habe, wie ich angefangen habe zu studieren. Das ist der Punkt. Ob das progressiv ist oder nicht, sehe ich wahrscheinlich anders als andere, aber darum geht's. Wie formen wir unser Arbeitsgebiet? Jetzt hast du die Frage der Zuschauerin mit, ich habe gar nicht mitgezählt, so 10-12 Gegenfragen oder sagen wir Unterfragen beantwortet. Ich wollte noch mal, du kannst auch gleich noch antworten, aber ich wollte euch mal fragen, was geht denn euch durch den Kopf, wenn ihr hört, wie machen wir das fruchtbar, wie wenden wir das an, wo finden diese Diskussionen statt? Vielleicht gibt es ja bei euch Antwortentwürfe. Warte, ich bringe dir das Mikro, es wird aufgezeichnet, deswegen ist es schön, wenn wir dann auch tatsächlich... ganz kurz, ich bin tatsächlich die Ukulele-Lehrerin im Camp Breakout. Genau, dann wollte ich mich doch kurz nochmal eben einklinken. Es geht auch weniger darum, wir wollen die Welt nicht anhalten. Natürlich kriegen wir weiterhin E-Mails und natürlich muss dann am nächsten Wochenende, muss ich dann auf die Kinder aufpassen und mein Partner kann dann ausgehen oder so. Es geht nicht darum, die Welt komplett anzuhalten, sondern dass man sich selbst darin wiederfindet. Dass man Dinge, die man erlernt, wie zum Beispiel das Ukulele-Spielen, und da habe ich die unterschiedlichsten Menschen da. Ich hatte Maurer dabei, ich hatte eine Fitnesstrainerin dabei und letztendlich sind es alle die verloren haben, Dinge zu tun, einfach nur um sie zu tun. Die Ukulele spielen einfach nur, um es zu tun, weil sie sehen auf Instagram, auf Facebook, sehen sie die Somewhere Over the Rainbows und kommen nicht hinterher und fangen es deswegen gar nicht erst an. Und der Hintergrund hinter diesen ganzen Workshops, hinter Ukulele, hinter Häkel-Workshops und so weiter und so fort,
ist es einfach, Dinge zu tun, um sie zu tun. Und wir werden wahnsinnig schnell abgelenkt von Facebook und wir checken doch nochmal eben. Und jetzt sitze ich gerade am Lagerfeuer und schreibe Mama nochmal eben kurz, dass ich jetzt am Lagerfeuer sitze. Ohne, ja, also genau, dass wir Dinge einfach tun, um sie zu tun, ohne ein Endergebnis zu haben. Und der Hintergrund, dass die Handys dabei ausbleiben, ist letztendlich auch, weil man sich nicht mehr beobachtet fühlen möchte. Wenn man Fehler macht, dann macht man Fehler. Aber sobald sie halt irgendwo festgehalten sind, auf Instagram, auf Facebook, dann sind sie da. Und es ist die Angst vorm Versagen, die uns davon abhält, solche Dinge zu tun. Und ich gehe jetzt auf den Einwand ein, der vor eine Dreiviertelstunde passiert ist. Wie gesagt, wir halten die Welt da nicht an. Es ist einfach nur eine kleine Hilfe, die man in den Alltag mit reinnimmt, dass man eben, wie gesagt, einfach Dinge tut, um sie zu tun. Ja. Christian, du wolltest ja auch noch auf die Frage antworten. Vielen Dank. Ja, das nur dazu. Ja, das, was du jetzt betont hast, ist ja dieses Selbst zweckhafte tun, genau das spielerische, also sozusagen das spielerische Handeln, ne? Nicht als Mittel zum Zweck, sondern etwas aus einer selbstzweckhaften Haltung heraus, vielleicht kann man es irgendwie so sagen. Wenn ihr sagt, dass es da Leute gibt, die es verlernt haben, und das dockt dann so ein bisschen an deine Frage vielleicht auch an, oder dann wäre eben ein Weg, alleine auch im Bildungssystem anzusetzen, damit man das erst gar nicht verlernt. Weil wer kann denn das alles? Wer braucht diese Camps denn nicht in dieser Form? Das sind halt eben Kinder, ja? Also die können spielen und die können Resonanzerfahrungen machen und die haben diesen ganzen Beschleunigungsgedanken ja noch überhaupt nicht internalisiert. Und na, dann gehen wir in eine Kita in Prenzlauer Berg. Die haben einen knallvollen Terminkalender. Ja, der wird dann sozusagen, aber das sind dann halt irgendwie die Anfänge, wo man dann Schritt für Schritt mit den Jahren vielleicht es einem, man ist nicht vielleicht gänzlich verlernt, das ist ja auch Quatsch, aber es einem zumindest immer schwieriger fällt, tatsächlich eben so ein selbstzweckhaftes Tun zu machen. Aber und ich weiß, und noch mal ganz kurz, nämlich auf deine Frage jetzt einfach, die war einfach so vage gestellt und dein Ansatz, den fand ich jetzt sehr gut, weil du hast ja versucht, quasi diese Frage, was müssen wir machen, noch mal runterzubringen auf die Frage, was kann ich aus meiner Rolle heraus machen? Wir haben alle unterschiedliche Rollen und ich glaube so, man muss diese Frage entweder so runterbrechen oder man muss anders fragen, was kann das Bildungssystem leisten, um zu so einer resonanzorientierten Gesellschaft zu kommen? Was können zum Beispiel Hochschulen leisten, um dazu zu kommen? Oder was kann Politik leisten? Und so weiter und so fort. Man muss es runterbrechen und da kann man dann mehr reingehen und sich tatsächlich überlegen, was muss getan werden. Aber ja. Es gibt auch einen fundamentalen Dissens und der ist sozusagen, du gehst davon aus, dass wir im Sinne von Rousseau, ursprünglich sind wir alle gut und unkorrumpiert und die Kinder und die können noch spielen, also ich zitiere das jetzt einfach. Ja, ich sage nicht, dass die Kinder alle gut Menschen sind. Dass die Kinder alle reinen Herzens nur sind, aber sie können spielen. Ursprünglich sind sie das und das und seit die Moderne oder die industrielle Moderne, seit es die gibt, ich zitiere Schiller, nur im Spiel ist der Mensch sozusagen ganz Mensch. Immer schon sozusagen nur in der Ästhetik, nur in der Natur. Also seitdem die Menschen nicht mehr in der Natur sind, haben sie überhaupt die Natur entdeckt, wie jeder Kunsthistoriker oder Literaturwissenschaftler. Also sowas wie die Natur gibt es überhaupt erst als Erfindung. Seitdem es Leute glauben, dass sie entfremdet sind von der Natur. Ich glaube, wir sind uns einig darüber. Ich wollte auch nicht sozusagen dagegen sagen, also dass man Pausen macht oder sonst etwas. Ich glaube nur, wenn jemand sich unter Druck fühlt oder vor Fehlern, wie war dein Ausdruck? Der war sehr, sehr gut, dass man sozusagen ständig denkt, man macht einen Fehler. Dann ist das nicht wegen dem Smartphone. Ja? Aber wenn man gestresst ist, dann ist das nicht wegen der Digitalisierung, oder wegen dem Buchdruck oder weil wir irgendwann gelernt haben, sozusagen die Schrift zu verwenden oder zu sprechen begonnen haben, um ein paar technologische Revolutionen sozusagen unserer Gattung aufzuzählen, sondern weil wir in einer sozusagen in ökonomischen Struktur leben, die uns sozusagen stressen, wo wir unter Versagensangst leisten, unter anderem deswegen, weil wir ständig kreativ sein müssen.
Wir müssen nicht mehr von 9 bis 5 arbeiten, dumm, dämlich am Fließband, großer Fortschritt, sondern wir müssen uns selber einbringen, wir müssen uns identifizieren, ich sage da nichts Neues. Das heißt, das sind sozusagen Kreativitätsansprüche, die uns sozusagen ausbeuten und stressen. Und da melde ich meinen leichten Zweifel an, ob Kreativitätscamps ohne Mobiltelefon so gut und schön die sind, und ich würde auch gerne mitmachen, wenn ich es mir leisten könnte, ob die sozusagen politisch die Lösung dafür sind, für den Stress, der sozusagen dann am Montag wieder beginnt. Okay, aber dann lass uns das doch nochmal zusammenbinden mit der Kreativität und dem Bildungssystem, das du angesprochen hast, Christian. Wenn du sagst, der Kreativitätsanspruch ist das Problem oder ein Teil des Problems, dass wir dauernd voll engagiert bei der Arbeit sein sollen und natürlich total gerne noch eine Überstunde machen, weil das ist nun mal unser Traumjob. Flexibel, originell, und sich selbst wir einbringen. Wir nehmen das mit nach Hause und Sachen, auch, ne? Im autonomen Auto buttern wir die Arbeitszeit am besten schon in die Arbeit, obwohl wir eigentlich diese Zeit sparen, um einen Pulli zu stricken oder so. Wenn das so ist, von wem soll denn dann, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, diese Lösung kommen? Denn das kann ja nur funktionieren, wenn kreativ mit Technologie umgegangen wird. Wenn wir sagen, Facebook ist es irgendwie eher nicht, das nährt ein Geschäftsmodell, in dem wir oder unsere Daten die Ware sind und nicht gesehen werden und nicht unsere originären Interessen gelebt werden. Wie kann denn dann eine, ich formuliere es mal so, unkreative Lösung für unser Problem aussehen? Wer sagt denn, dass man das sozusagen umdrehen muss? Ja, also das ist, es gibt ein Problem mit dem Kreativitätsdispositiv. Ja, das auch von Soziologen ja gut erforscht ist. Das heißt nicht, dass man sozusagen unkreativ sein muss. Ja, es gibt sozusagen Technologien, kann man sinnvoll nutzen. In der Medizin gibt es gute Beispiele. Oder man kann sie sozusagen nicht sinnvoll nutzen. In der Kreativität selber sozusagen ein Heilmittel zu sehen, halte ich einfach für kurzsichtig. Ich gehe nur sozusagen konkret auf das Beispiel ein. Ich meine das ernst und nicht ironisch oder patronizing, ich weiß nicht, was auf Deutsch, was man dazu sagt. Bevormund? Ich finde das obergescheit, sagt man in Wien, ich weiß es nicht, was es auf Deutsch ist. Klugscheißerisch, keine Ahnung, irgend sowas. So meine ich es nicht. Sondern wirklich als eine Kritik sozusagen an uns selber, weil ich habe diesen Impuls auch. Und ich freue mich, wenn ich genug Geld habe, offline sozusagen auf der Insel so und so, am liebsten sozusagen auf der Insel von George Clooney, wenn er mich lassen würde. Also diese Art von Fantasien. Aber wir müssen das ja in einem globalen Zusammenhang sehen. Und A, fühlt man sich nach diesem Urlaub nicht besser. Und B, nochmal, ich gebe zu erinnern, wir sind bald 8 Milliarden. Das ist kein Prinzip, das ist sozusagen nicht mehrheitsfähig als Lösung. Und nur weil eine bestimmte Upper Class sich was leisten kann, und selbst für die funktioniert es nicht als politische Lösung. Ich will nicht zu weit gehen und sagen, es ist so ganz schlimm, weil nur das ermöglicht es, den bösen Kapitalismus weiter zu funktionieren, weil wir diese kleinen Ventile haben und dann immer ein paar Wochen Urlaub. So schlimm will ich es nicht sagen, aber also jetzt habe ich es trotzdem. Ja, es ist das Problem mit dem. Aber okay, ich habe das Gefühl, genau, weil es ganz viel um das Ferienlager ging, glaube ich, musst du noch mal was sagen. Aber ja, ich habe das Gefühl, wir haben uns an der Stelle festgebissen und mir fällt jetzt auch nicht irgendwie die schlaue Frage ein, die diesen Knoten löst. Wahrscheinlich ist das eben auch genau unser aller Job, das miteinander zu tun. Aber sprich du erst nochmal zu den Vorwürfen oder der Kritik oder sagen wir neutraler, den Aussagen, die sich jetzt angesammelt haben. Ja, ich könnte einfach noch so viel sagen. Ich habe jetzt immer nur über das Ferienlager gesprochen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass man in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, und die Digitalisierung vorangeschritten ist, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich weniger Arbeit habe, sondern dass ich immer länger bei der Arbeit geblieben bin. Also es wurde einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber ich möchte dir recht geben, dass es schon so ist, dass wir eben selber dafür verantwortlich sind, diese Möglichkeiten zu nutzen und es wirklich darauf ja ankommt, wie wir die nutzen. Aber in Form einer starren Struktur eines Unternehmens, wo eine Arbeitszeit von 8 bis 19 Uhr meinetwegen vorgegeben ist und man früher nicht gehen kann und später nicht kommen kann, kann ich ja gar nicht effizienter sein. Das heißt, selbst wenn ich effizienter wäre, müsste ich trotzdem diese Arbeitszeit da sein und auch nutzen. Ja, und deswegen glaube ich, hängt es
einmal von den Unternehmen ab, die eben flexibler werden und sagen, wenn du diese Arbeit, die jetzt vorgegeben ist, geschafft hast, darfst du sie auch effizienter nutzen. Wie du das letztendlich machst, ist eben dann deine, ne, ob du zwischendurch dann eine Stunde private WhatsApp schreibst, ist ja dann eben dein Problem, wenn du, aber ich meine nur damit, dass es halt schon beiderseitig kommen muss, diese, also einmal die Flexibilität der Unternehmen, da auch fortgeschrittener zu sein, wie zum Beispiel die Möglichkeit zum Sabbatjahr, die Möglichkeit zum Homeoffice, die Möglichkeit, da eben auch flexibler zu sein. Aber es auch von uns selber abhängt, wie wir diese Technologien nutzen. Ich kann nur sagen, ich muss diese Technologien umso mehr nutzen als Startup mit einem kleinen Kapital oder mit, ne? Ich komme da gar nicht drum rum. Also ich stehe selber, mein privater oder mein Alltag sieht so aus, dass ich auch alle möglichen Kommunikationsmittel wie Slack, WhatsApp nutze, um effizient zu sein, um auch Geld zu sparen. Deswegen nehme ich da nicht raus. Ich stehe nicht für, ich bin dauerhaft digital offline, hallo. Das würde gar nicht gehen, dann hätte ich dieses Camp nie schaffen können. So, ich wollte es nur noch mal so sagen, dass ich da jetzt nicht nur auf dieser einen Seite stehe, sondern natürlich ohne das geht es nicht. Nur es kommt, hängt eben von uns ab, wie wir das nutzen. Und das können manche Menschen nicht, ja, weil sie ständig abgelenkt sind, mit privaten Dingen beschäftigt. Dann ist es halt nicht mehr effizient, wenn wir Effizienz jetzt von der Seite betrachten, was heißt denn effizient für das Unternehmen, für mich selber, für meine Zeit, ist eben die Frage, ne? Aber nicht nur, also das, wie wurde jetzt immer so, welche Rolle es in Gesellschaft spielen, ne? Wir sind fortgeschritten auch in der Zeit, aber trotzdem ist es so ein Punkt, wo wir jetzt versuchen, irgendwie das Mauseloch zu finden, um da reinzugehen. Ich würde gerne vorher noch mal fragen, ob ihr was fragen wollt. Ich sehe eine Hand und möchte noch jemand was wissen, ergänzen, mosern. Bitteschön. Ja, hallo. Ich wollte ganz kurz einwerfen. Es wird immer so getan, also es kommt jetzt so rüber auf dem Podium, als ob jetzt irgendwie die Digitalisierung und durch die Digitalisierung alle furchtbar gestresst sind und alle voll die mega Terminkalender haben, sich totarbeiten. Ich wollte kurz erinnern, wir sind hier in Berlin, Leute. Also diese Leute gibt es sicherlich auch in Berlin, keine Frage. Aber ganz ehrlich, in meinem Umfeld und in meinem Leben kommt sowas nicht vor. Also ich bin ein komplett 100% digitaler Arbeiter. Ich mache nur und ausschließlich alles mit dem Internet, übrigens auch mit Social Media. Das ist da, wo ich sozusagen unterwegs bin, ständig und so weiter. Ich bin so ungestresst. Ich bin heute. Du hast sogar Zeit, heute Abend hierher zu kommen. Ich bin heute wieder irgendwie um 2 ins Büro gegangen, so, und jetzt schon irgendwie wieder für diese Veranstaltung wieder weg und so. Ach, also ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Klar, ich kenne auch diese Leute, die haben dann irgendwann diese Entscheidung getroffen, dass sie jetzt ganz dicke Karriere machen wollen und dann irgendwie in irgendwelchen Agenturen irgendwelche Überstunden machen. Aber ganz ehrlich, das sind zu größten Teil sind das freiwillige Entscheidungen. Also das ist ja das, was ich sage, jeder, wie er damit umgeht. Genau, ja. Genau. Also jeder hat ja eine andere Persönlichkeit. Ich will nicht sagen, dass es auch Leute gibt, die definitiv sozusagen sich in den Arsch abarbeiten müssen, glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube, gerade in diesem Umfeld und diesem Umkreis, den wir hier gerade so sind, ist das eigentlich eine ziemlich lebensfremde Beobachtung. Ist das dann, lass mich versuchen, daraus eine Frage zu machen. Du hattest ja schon Platon angesprochen und die Schrift und auch die Widersprüchlichkeit, die in den Aussagen liegt über die Schrift. Es gibt ein, wie ich finde, wunderbares Buch über die Geschichte der Eisenbahnreise, wo genau beschrieben wird, wie die Leute damals ohnmächtig werden, wie sie Angst vor Hysterie haben, obwohl man gerade mal aus der Pferdekutsche ausgestiegen ist und in ein Gefährt umgestiegen, das 2 bis 3 Mal schneller ist. Also so TGW-mäßig war das auch noch nicht. Trotzdem fühlen sich die Menschen da schon entmenschlicht, zum Ding gemacht, wie ein Paket, das transportiert wird und so. Ist diese Technikfeindlichkeit, die du da kritisierst, ist die dann vielleicht sowas wie eine anthropologische Konstante? Oder was würdet ihr dazu sagen zu der Frage, wieso wir doch auf ziemlich hohem Niveau rumjammern? Also zuerst mal würde ich differenzieren. Also ich denke, die Eisenbahn oder das Telefon, jede Technologie produziert bestimmte Formen von Ängsten und Zivilisationsnostalgien, dass es früher alles besser war und noch natürlicher. Die Digitalisierung und die Schrift, das denke ich, sind fundamentalere Veränderungen. Wenn ich den Buchdruck und so weiter erwähne, das sind ja wirklich kulturelle Umbrüche, die
die Gesellschaften völlig umstrukturieren, wo vielleicht für Jahrzehnte oder 100 Jahre die Menschen gedacht haben, der Buchdruck ist dazu da, um die Bibel besser zu verbreiten. Das war nicht ganz so, ja. Und ungefähr so ahnungslos sind wir jetzt auch. Aber das ist nicht unbedingt lustig, weil das hat sozusagen jahrzehntelange Kriege mit sich gebracht und es hat neue politische Identitäten, sowas, was uns ganz natürlich vorkommt, wie der Nationalstaat, der möglicherweise jetzt wieder zerbricht, weil es eine Digitalisierung gibt, mit den diversen ökonomischen, politischen Konsequenzen. Das heißt, da würde ich mal differenzieren, auf welchem Level setzen wir die Digitalisierung an? Ich denke, sie ist fundamentaler als immer wieder noch eine kleine technologische Veränderung. Und das andere ist, also ich würde dir zustimmen, dass die Digitalisierung nicht schuld ist, aber dieses optimistische Berliner Chai-Latte-Flip-Flop das ist schon eine sehr, sehr naive Haltung, wenn man sieht, sozusagen, wie im globalen Maßstab die Ausbeutungs- und Armutsverhältnisse wieder radikal zunehmen. Ja? Also diese Gelassenheit, denke ich, kann man sich nicht leisten. Aber ich stimme dir zu, die Digitalisierung selber ist nicht schuld. Ich denke, Dann würde ich es jetzt einfach noch mal in eine sehr kurze Frage bringen. Kann ich einen Satz muss ich sagen? Die Firmen, die wir haben, über die wir heute reden, ja, die unsere Ökonomie wirklich definieren, ja, also der Derivatenhandel, die Art und Weise, wie sozusagen die Börsen funktionieren, Facebook, Uber, lauter Firmen, die nicht unbedingt etwas produzieren, sondern nur mit Daten sozusagen Geld machen und nicht damit, dass sie Menschen Arbeit geben und so weiter. Das ist ein fundamentaler Einbruch. Den wir politisch noch nicht mal ansatzweise registriert haben oder verdaut haben. Und Lasst mich das doch jetzt in diese, ich sag mal, vielleicht vorletzte Frage münden. Die würde ich gerne an euch alle stellen. Darf ich noch mal kurz wissen, wer ist dein Arbeitgeber? Ich komme heute nicht zum Ende. Also ich hoffe, ihr habt Zeit bis 9. Oder bist du selbstständig? Ich bin selbstständig. Selbstständig, okay. Okay. Was tun? Wer hebt den Finger? Also bei dir klang jetzt, würde ich sagen, am Ende mit Uber und dem Arbeitgebermodell, das gar keine Arbeit gibt und keine Arbeitnehmer in dem Sinne produziert, lag ja vielleicht eine Antwort drin, aber formuliert es doch selber, ich möchte es euch nicht in den Mund legen. Was tun? Das ist ja jetzt eine sehr breite Frage, die Freiheit ja, also wozu entsprechend dürft ihr da frei darauf assoziieren. Sozusagen, ja genau, also sozusagen das, was du gerade gesagt hast, zusammengebracht mit der Frage, was tun, auf jeden Fall nicht glauben, dass wir Erkenntnis beschleunigen können. Und Erkenntnis, das ist etwas, was wir brauchen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, um zu reflektieren, um zu versuchen, uns unser Leben dieser Welt verständlich zu machen. Wenn man sich anschaut, was ist denn das, was Digitalisierung ausmacht, das ist ja softwaregetrieben. Es geht um Informationen. Ja? Es geht um die Erhebung von Informationen, um die Verarbeitung von Informationen, um die Vernetzung von Informationen. Und das ist sozusagen das Herzstück, ja, dessen, was den digitalen Wandel ausmacht auf technologischer Seite. Und das wird immer weiter beschleunigt werden. Das ist sozusagen der ganze, sozusagen da steckt so die Wirkmächtigkeit des digitalen Wandels drin. Aber indem wir immer mehr Informationen generieren und die immer schneller und schneller verarbeiten, werden wir die Welt immer weiter vermessen, immer mehr Informationen haben, aber sie eben nicht unbedingt besser verstehen. Und was tun? Sich zumindest darüber bewusst zu sein und genau ab und zu mal sich Zeit zu nehmen, um zu philosophieren. Eine Werbung für die eigene Branche. Schließt ihr euch da einfach vorbehaltlos an oder habt ihr andere Antworten? Dazu hat er viel zu sehr die Natur verherrlicht, dass ich vorbehaltlos anschließen kann. Dann muss ich aber, weil du es eben schon, ich bin mir eben nicht reingegangen, aber das war sozusagen, an der Stelle ging es jetzt auch darum, ja, okay, also zu überlegen, welches Denken steht da, doch draußen nee, genau, aber welches Denken steht dahinter, so hinter dieser Sehnsucht, in dieses Camp zu gehen. Und ich glaube, diese Denkweise steht da halt auch hinter, sozusagen das, was wir mit Natur verbinden. Und darin steht, ist halt eben so ein Naturbegriff und der hat eine gewisse Konnotation, den verstehen wir. Das vertieft ihr gleich noch bei einem Bier? Ja. Oder sonst wie, was tun? Das, was uns sozusagen stresst, das, was uns Probleme bereitet, sozusagen zu identifizieren, ja, und nicht zu glauben, dass man das individuell lösen kann, sondern zum Beispiel nicht Uber verwenden, sondern also weil Uber unsere Daten verwendet und das Geld, das wir zahlen, nicht den Fahrern zugute kommt, sondern irgendwelchen anderen Leuten. Dasselbe mit Facebook.
und so weiter. Und vor allem, aber das sind wieder sozusagen so Metadiskurse über ein Feld. Ich bin nicht im Plattform-Programmierungswesen. Ich arbeite sozusagen in der Philosophie, in der Theorieproduktion. Und da könnte ich sozusagen höchstens lange darüber reden, was ich in meinem Feld mache. Also ich denke, man sollte in seinem Feld anfangen, nicht über die Politik reden und über die Politik schimpfen und selber in seinem Feld das machen, was man eigentlich im großen Ganzen kritisiert. Das ist für einen Künstler etwas anderes als für einen Philosophen, als für jemanden, der sozusagen Kameramann ist. Ja? Also man muss sehen, sozusagen, wie man mit dem globalen Zusammenhängen, die Probleme produzieren, zusammenarbeitet oder nicht. Okay, was tun dann auch die Frage an dich, Maike, wenn du das jetzt umsetzt, was Armin sagt, bedeutet das für dich, schmeiß den Job hin? Weil du hast ja vorhin gesagt, du kannst dich dem allen gar nicht entziehen, selbst wenn du es wollen würdest. Genau, ich habe aber auch gesagt, dass jeder für sich so die richtige Dosis finden muss. Und ich sehe auch ganz oft, dass es bei Künstlern jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, oft so ist, dass die sehr wenig digital unterwegs sind, weil die eben mehr so, weil das für die zu viel Informationsfluss ist. Die wollen halt irgendwie kreativ werden und die brauchen das alles nicht, um eben kreativ zu sein. Deswegen sage ich auch für jeden persönlich, da muss man die Balance finden und man kann die Tools für sich positiv nutzen, jetzt sage ich auch schon Tools, also die Digitalisierung allgemein, aber man muss halt auf sich aufpassen und das, was du auch sagst, sich mal zurück oder daran erinnern, was ist eigentlich für mich selber gut und wie viel kann ich davon ertragen, wie viel Information. So. Also deswegen muss ich ja nicht gleich meinen Job loswerden, ich muss nur eine gute Balance finden. Okay, und weil der Abend ja anfing mit einem literarischen Zitat, das dann auch noch gekapert wurde, würde ich tatsächlich gerne, vielleicht fahrt ihr ja demnächst in Urlaub, wissen von euch, welche Lektüre-Tipps hättet ihr? Am liebsten wäre mir ja Eigennennungen sind ausgenommen. Also ich würde Wolfgang Schiefelbusch die Geschichte der Eisenbahnreise empfehlen. Altes Ding, macht Spaß zu lesen und lässt dich hinterher anders auf Sachen gucken. Da wird dann zum Beispiel beschrieben, dass die Eisenbahnreise dich impotent macht, hysterisch und zu Ohnmachtsanfällen führen könnte. Heute würden wir wahrscheinlich Burnout dazu sagen. Ja, das wäre mein Tipp, aber was sind eure? Mein Buchtipp wäre das Sonnenkind-Prinzip. Allerdings habe ich die Autorin jetzt gerade nicht. Das lässt sich unter Einsatz digitaler Mittel sicherlich rausfinden. Und was habt ihr zu empfehlen? Ich würde. Darf ich keine Eigennennungen machen, oder? Also ich bin jetzt überfordert. Ja, ich würde, aber es kennen wahrscheinlich die meisten Harari Sapiens empfehlen, weil das genau diesen großen Bogen sozusagen da eben auch spannt, der, glaube ich, uns helfen kann, die Gegenwart und die Zukunft auch aus der Vergangenheit heraus zu verstehen. Aber da es die meisten kennen, es gibt auch einen schönen Essay von Rüdiger Safranski namens Zeit, der ist einfach so auch, also ich weiß nicht, ob der life-changing ist, aber für Urlaub finde ich das schön und hat viele schöne Gedankenanregungen und widmet sich auch eben dem Thema Zeit. Ja. Okay. Ist jetzt was eingefallen? Ja, den Safranski soll man nicht lesen. Ja, ja wegen der, meinst du ja, das politische Und der Dennis Goldsmith hat, glaube ich, Konzeptdichter, der hat eines seiner Konzeptdichtungen ist, das Internet vollständig auszudrucken. Das vielleicht könnte man als lesen. Lektüre-Empfehlung. Ja. Gut, da muss man das Übergewicht zahlen beim Flug. Okay, habt vielen Dank für eure Zeit. Ich weiß, die Kollegen von der Kooperative verfluchen mich und werden mich gleich aufs Rad flechten, denn die müssen dann diese Diskussion schneiden und daraus wird dann ein Teil der digitalen Safari. Wenn ihr es wollt, findet ihr die im Netz. Wenn ihr es nicht wollt, findet ihr es auch im Netz, dann allerdings auf YouTube, sozusagen auch mit Bild. Vielen Dank euch für die Zeit, die ihr mitgebracht habt und euch auch. Vielen Dank, dass ihr mitdiskutiert habt und zugehört habt. Und ich empfehle euch noch den digitalen Salon des nächsten Monats am 25. Juli. Dann kommt der Sensenmann vorbei, vielleicht mit, vielleicht ohne Lachsschaumspeise. Wir reden jedenfalls über den Tod und fragen, was Netz und Technik mit Tod, Erinnerung und Nachlass so anstellen. Das ist ein fröhliches Thema für die Sommerferien. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus